Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die dritte Welle der Pandemie fordert uns weiterhin heraus, auch wenn es derzeit zumindest einige erste Anzeichen dafür gibt, dass sie an Kraft verlieren könnte, was ja sehr zu hoffen ist. Es werden aber wohl noch einige Monate effektive Maßnahmen und damit teils auch empfindliche Grundrechtseinschränkungen für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung notwendig sein, da in Deutschland bisher gerade einmal jeder Fünfte geimpft werden konnte. Und wenn wir Bilder aus London, aus New York und Tel Aviv derzeit sehen, dann können wir erahnen, was hoffentlich spätestens im Sommer auch bei uns wieder möglich sein wird. Ich bin aber sehr froh, dass Schleswig-Holstein auch beim Impfen im bundesweiten Vergleich sehr gut dasteht. Ein großer Dank gilt deshalb den Helferinnen und Helfern in den Impfzentren und auch in den Arztpraxen, die Überstunden schieben derzeit, damit möglichst viele Menschen dort geimpft werden können. Also insofern mein herzlicher Dank, und wir werden in den nächsten Monaten noch sehr viel mehr Überstunden brauchen an der Stelle, damit wir, wenn wir mehr Impfstoff hoffentlich bald bekommen, auch diesen Impfstoff möglichst zügig verimpfen können. In vielen Regionen Deutschlands ist das Infektionsgeschehen derzeit beunruhigend hoch, und dort gibt es auch entsprechende Probleme bei der Krankenversorgung und höhere Todeszahlen, deutlich höhere Todeszahlen als zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Und es geht ja nicht nur bei den Erkrankten, auch die in den Krankenhäusern sind oder die gar beatmet werden müssen, um die Langzeitfolgen der Betroffenen. Es geht auch darum, dass Operationen verschoben werden müssen. Also es wird auch im Gesundheitssystem, wenn hohe Fallzahlen da sind, werden auch indirekt Betroffene massive Schäden nehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass das möglichst gering ist. Es zeigt sich, dass die Priorisierung beim Impfen angesichts des Impfstoffmangels im Grundsatz der absolut richtige Weg war. Denn die Todeszahlen unterscheiden sich in dieser dritten Welle dann doch deutlich von denen der zweiten Welle, als insbesondere in Heimen sehr viele Menschen verstorben sind. Inwieweit genau die mittlerweile dominante britische Virusvariante ansteckender ist als der Wildtyp, ist zwar noch umstritten. Unstrittig ist aber, dass sie ansteckender ist und dass sie vor allem auch bei jüngeren Menschen Symptome auslöst, was ja beim Wildtyp in der Regel selten war. Wir hören von der Intensivstation, dass dort aktuell vielfach auch Menschen im mittleren Alter um ihr Leben kämpfen und dass dieser Kampf oft mehrere Wochen dauert und dann trotzdem verloren wird vielfach. Das zeigt nochmal, wie ernst man diese Krankheit auch in dieser Phase Pandemie nehmen muss. Und meine Damen und Herren, die aktuelle Novellierung des Infektionsschutzgesetzes will da sozusagen bundesweit eingreifen. Sie ist aus meiner Sicht eine Zäsur, zumindest politisch bei der Pandemiebekämpfung, und will, und ich will mal mit den Punkten beginnen, die wir grundsätzlich dabei positiv sehen. Das sind auch einige Punkte, die wir positiv sehen. Es geht allerdings schnell, deswegen will ich damit anfangen. Der ein oder andere hat es hier in den letzten Monaten vielleicht bemerkt. Ich bin ja kein großer Fan der Ministerpräsidentenkonferenz, anders als unser Ministerpräsident, der das mittlerweile sehr positiv beleuchtet. Ich habe zwar gestern Abend gelernt, Daniel Günther, dass es Gremien gibt, die noch transparenter tagen als die Ministerpräsidentenkonferenz. Aber ich halte es auch in dieser Pandemie grundsätzlich für richtig, dass zumindest ein gewisser Rahmen auch bei der Pandemiebekämpfung im Parlament öffentlich debattiert, öffentlich mit Experten beraten und dann dort beschlossen wird. Die FDP-Bundestagsfraktion wurde ja in den letzten Tagen massiv dafür kritisiert, dass sie ein Eilverfahren im Bundestag nicht ermöglicht hat. Wie richtig diese Entscheidung jedoch war, kann man daran erkennen, dass gestern im Ausschuss, Gesundheitsausschuss, noch erhebliche Änderungen durch die schwarz-rote Mehrheit vorgenommen worden sind, obwohl diese das Gesetz ja eigentlich bereits am letzten Freitag im Bundesrat final beschließen wollte. Das zeigt mir, dass offenbar auch die Mehrheit im Deutschen Bundestag diesen Beratungsbedarf als notwendig erachtet hat am Ende. Und bemerkenswert finde ich an der Tatsache auch, dass ja nicht nur bei jeder Ministerpräsidentenkonferenz, sondern jetzt auch im Bundestag die Vorschläge der Bundesregierung erheblich verändert wurden. Auch das, finde ich, sagt etwas aus. Meine Damen und Herren, auch wenn das Verfahren im Parlament verfassungsrechtlich klarer ist, ist das voraussichtliche Ergebnis für die FDP leider nicht zustimmungsfähig. Zum Bundesrat komme ich gleich noch. Und das liegt vor allem an den geplanten Ausgangsverboten. Und nochmal zur Erinnerung, alle Maßnahmen, alle, müssen trotz der großen Herausforderungen durch diese Pandemie immer verhältnismäßig sein. Und mildere Mittel sind immer vorzuziehen und die Eingriffe in die Grundrechte müssen sehr gut begründet werden und nicht deren Gewährung. Und
Es gibt eben auch in der Wissenschaft, zum Beispiel mit Blick auf Frankreich, unterschiedliche Einschätzungen bei der Frage, wie wirksam denn tatsächlich Ausgangsverbote sind. Diese sind ja in der Regel auch sehr unterschiedlich gestaltet. Und schließlich sind Ausgangsverbote, Kollege Koch, auch nur eine Krücke, das haben Sie auch angesprochen, um zu bestimmten Zeiten die Kontaktregeln kontrollieren zu können oder sie de facto weiter einzuschränken. Klar ist aber auch aus unserer Sicht, dass sie immer nur das letzte Mittel sein können. Und sie sind ja bisher auch im Infektionsschutzgesetz vorgesehen gewesen, aber eben als letztes Mittel. Und das haben auch mehrere Gerichte klargestellt. Sie können in einer Notsituation womöglich kurzzeitig notwendig sein, aber es gibt eben keinen größeren pauschalen Grundrechtseingriff, sodass man damit sehr, sehr vorsichtig umgehen muss. Und automatische Ausgangssperren ab einer Inzidenz von 100 halten wir für unverhältnismäßig und für verfassungsrechtlich höchst fragwürdig. Und das haben auch eine ganze Reihe von hoch anerkannten Rechtswissenschaftlern in der Bundestagsanhörung und in den Medien sehr deutlich gemacht. Und auch die Juristen des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages haben gewarnt und sogar Juristen aus dem Kanzleramt, wie öffentlich geworden ist. Die Ausgangssperren werden jetzt wohl kommen, aber mit Blick auf bisherige Urteile sind wir skeptisch, ob sie in dieser Form vor Gericht bestehen werden. Denn es wird ja Klagen geben, Normkontrollverfahren, und insofern werden wir das schon sehr bald sehen. Die gestern vereinbarten Ausnahmen sind zwar richtig, aber sie heilen nicht das grundsätzliche Problem. Und der Kreisherzogtum Lauenburg liegt ja derzeit bei einer Inzidenz von über 100, was angesichts der direkten Nachbarschaft zu Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, die ja auch allesamt eine Inzidenz im dreistelligen Bereich haben, vielleicht auch kein Zufall ist. Und der eine oder andere weiß es, dort lebe ich ja auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nicht nur als freiheitsliebender Liberaler, sondern ich merke es ja auch in Gesprächen mit Freunden und Bekannten, nicht nur ich finde es sehr beklemmend, die Vorstellung, dass ich zu bestimmten Uhrzeiten in wahrscheinlich wenigen Tagen mein Grundstück nicht mehr verlassen darf. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja vieles mitgemacht, was wir uns nicht vorstellen konnten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ein beklemmendes Gefühl. Und ja, ich kann ja auch nicht ständig nach Bordesholm fahren, mir den Hund von Herrn Stegner ausleihen. Das geht ja auch nicht. Der arme Hund braucht ja auch mal eine Pause. Aber ich will ganz deutlich sagen, es gibt natürlich wenig Anlässe, das Grundstück zu verlassen. Des Nachts, aus dem Alter bin ich ja auch raus. Und ich muss auch sagen, das nächtliche Partyleben im Herzogtum Lauenburg ist jetzt momentan auch nicht so, zumindest meines Wissens nicht so, dass es dort attraktive Angebote gäbe. Das mag in Großstädten anders sein, Frau Mütjatlin. Aber man muss auch sagen, dass bei uns im Kreis das Infektionsgeschehen, man kann das ja bei uns im Kreis auch auf einer tagesaktuellen Website immer sehen, das Infektionsgeschehen ist im Wesentlichen ganz im Süden des Kreises, zuletzt besonders in der Stadt Schwarzenbek. Und dass jetzt die Bewohner der Dörfer am Nordkreis, wo relativ wenig Infektionen vorhanden sind, nachts nicht mehr aus dem Haus gehen dürfen, wird daran auch nichts ändern, dass es im Südkreis ein Problem gibt. Und meine Damen und Herren, es fehlt die Zielgenauigkeit. Ja, ich meine, es wird noch interessante Beispiele in den Medien geben. Ich sage Ihnen das. Es gibt die Gemeinde Kromesse. Dort geht die Kreisgrenze zwischen Lübeck und Herzogtum Lauenburg mehrfach durch den Ort. Teilweise liegen einzelne Grundstücke, gehören zu Lübeck, obwohl die im Herzogtum Lauenburg liegen. Es gibt Häuser, da geht die Kreisgrenze mitten durchs Haus. Da darf man links aus der Tür gehen, rechts nicht mehr. Also ich meine, da wird es noch interessante Beispiele geben. Und das zeigt, wie absurd das Thema sein kann. Und meine Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, ich möchte auch sagen, bei uns in der Region kommt hinzu ein zunehmender Unmut über das Gebaren der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, wo jetzt sogar die Zweitwohnungsbesitzer aus dem Land geschmissen werden und wo Menschen, die nur zu ihrer Autowerkstatt direkt an der Landesgrenze fahren sollen, 250 Euro Bußgeld bekommen, die teilweise gar nicht wussten, dass es ein Einreiseverbot gibt, und wie sich die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern an der Stelle aufführt und Menschen diskriminiert, die in Lübeck oder im Lauenburgischen leben, finde ich ehrlich gesagt nicht in Ordnung. Und da sollten wir als Landesregierung oder als Land Schleswig-Holstein deutlicher werden an der Stelle. Meine Damen und Herren, die vorgesehenen Einschränkungen beim Rechtsweg, Herr Dr. Stegner, sehen wir ebenfalls kritisch. Da es rechtsstaatlich problematisch ist aus unserer Sicht, wenn die Verwaltungsgerichtsbarkeit quasi aus dem Spiel genommen wird und man gleich ans Bundesverfassungsgericht gehen muss. Ein weiteres Problem sehen wir bei der sehr strikten Orientierung an bestimmten Inzidenzwerten, was ebenfalls von zahlreichen anerkannten Wissenschaftlern kritisiert wird. Und wir haben doch gerade an und nach Ostern gesehen, wie ungenau die Inzidenzwerte sein können, die jetzt der alleinige Maßstab sind für sehr, sehr weitgehende Grundrechtseinschränkungen. Und sie sind ein wichtiger Indikator, die Inzidenzzahlen, aber sie sollten eben nicht der alleinige sein. Und meine Damen und Herren, wir orientieren uns ja in Schleswig-Holstein auch an Inzidenzwerten bei unseren Maßnahmen.
Aber wir lassen uns auch einen gewissen Spielraum, weil es natürlich mal eine gewisse Entwicklung geben kann, mit Blick auf den R-Wert bei den Krankenhauskapazitäten und so weiter oder auch Cluster. Und das muss entsprechend berücksichtigt werden. Deswegen ist dieser Gesetzentwurf auch an dieser Stelle hochproblematisch. Und dass es eine bundesweite Hotspot-Strategie geben soll, ist ja im Grundsatz richtig. Es kommt aber eben auch sehr auf den Inhalt an. Auch wenn der Gesetzentwurf in den vergangenen Tagen an vielen Stellen durch die Hinweise aus den Ländern oder von Experten noch deutlich verbessert wurde, bleibt dieser ein ziemlicher Murks. Anders kann ich das nicht ausdrücken. Und es wurden ja zahlreiche Hinweise aus den Ländern aufgenommen. Der erste Gesetzentwurf war wirklich ein, also fehlten einem ja wirklich die Worte. Viele Länder haben dort Erfahrungen eingebracht, auch Schleswig-Holstein, durch ist er besser geworden, aber leider viele Dinge sind auch nicht reingekommen. Und ich will noch mal einmal eines deutlich sagen, was auch der Ministerpräsident zu Recht gesagt hat. Es ist ja in letzter Zeit Mode geworden, pauschal gegen den Föderalismus zu wettern. Aber aus schleswig-holsteinischer Sicht hätte es diesen Schnellschuss im Bundestag nicht gebraucht. Wir haben ein funktionierendes Regelwerk, das wir auch konsequent anwenden. Und wir haben uns auch immer, zumindest weitestgehend, an die MPK-Vereinbarung gehalten, weil das eben auch mit Verlässlichkeit und mit stringenter Kommunikation zu tun hat. Und dass nun ausgerechnet die Ministerpräsidenten, deren Bundesländer besonders betroffen sind und die auch oft vor den Ministerpräsidentenkonferenzen bestimmte Forderungen gestellt haben, dass diese nun ein neues Bundesgesetz brauchen, um bestimmte Dinge endlich umzusetzen, ist wirklich skurril in meinen Augen, meine Damen und Herren, und ist auch ein politisches Versagen in vielen Bundesländern. Und den Bundesländern stehen natürlich alle notwendigen Instrumente für die Pandemiebekämpfung längst zur Verfügung. Und das ist eben nicht per se ein Versagen des Föderalismus, wie auch viele Medien momentan Glauben machen wollen. Es ist letztlich nicht entscheidend, welche Ebene am Ende entscheidet, sondern wer dort Verantwortung trägt. Ja, also man sollte schon beim Wahltag auch ein bisschen gucken, wen man dahin wählt. Auch das haben wir in dieser Krise ganz besonders gesehen. Und es ist entscheidend, wie effektiv und auch zielgenau die Maßnahmen sind. Und vor Ort kann man manche Dinge eben dann doch besser einschätzen. Ich bin froh, dass uns in Schleswig-Holstein diese Landesregierung durch diese Krise führt. Und mein Dank, das will ich an dieser Stelle auch mal sagen, wir haben uns ja oft genug gekappelt, gilt insbesondere Heiner Gag und vor allem auch seinen Mitarbeitern und Mitarbeitern im Gesundheitsministerium, die Rekordüberstunden angehäuft haben. Und meine Damen, das will ich auch sagen, den Menschen in den Gesundheitsämtern in den Kreisen, die auch eine ganz wichtige Aufgabe haben, das wird oft vergessen an der Stelle. Und jede und jeder macht Fehler, gerade in einer solchen Situation, die ja für alle immer noch recht neu ist. Aber hier wurden bisher weniger Fehler gemacht als anderswo. Und dies ist auch eine Erklärung dafür, warum die Inzidenzwerte bei aller gebotener Bescheidenheit hier niedriger sind als im Rest der Republik. Dabei soll es auch bleiben. Und natürlich spielt sicherlich auch die geografische Lage Schleswig-Holsteins eine Rolle und auch die norddeutsche Mentalität, wo wir uns ja freuen, wenn wir wieder auf 4 Meter Abstand zurückgehen können. Aber es liegt auch im überlegten und konsequenten Handeln der Verantwortlichen. Und ich schließe da ausdrücklich die Kommunen mit ein und auch, muss ich sagen, die Fraktionen in diesem Hohen Hause. Denn wir haben uns hier auch im Parlament immer sehr intensiv ausgetauscht und das hat auch den Maßnahmen nicht geschadet, dass wir uns sehr kritisch da miteinander ausgetauscht haben. Und ich will auch noch mal daran erinnern, dass die britische Mutante, nach dem, was wir wissen, zuerst in Schleswig-Holstein in nennenswerter Zahl aufgetaucht ist. Ja, das Beispiel Flensburg wurde ja schon genannt. Und dennoch haben wir vergleichsweise niedrige Zahlen. Und ich muss auch sagen, zum Thema Flensburg, das wurde ja schon mehrfach angesprochen, ich glaube nicht, dass die Ausgangsbeschränkung entscheidend war. Ich glaube, die Kontaktsperre war ein sehr, sehr scharfes Schwert an der Stelle. Wir wissen nicht, woran es genau lag. Ich bin jedenfalls froh, dass die Situation dort schnell unter Kontrolle gekommen ist und dass Flensburg heute deutlich besser dasteht als viele andere Städte, die eine ähnliche Situation zeitweise hatten. Meine Damen und Herren, das Zusammenwirken von Land und Kommunen bei der Pandemiebekämpfung ist und bleibt wichtig. Ich bin auch sehr dankbar, dass nicht nur der Deutsche Landkreistag mit dem Präsidenten Sager aus Ostholstein, sondern auch die schleswig-holsteinischen Kreise, Städte und Kommunen gemeinsam die pauschalen Ausgangssperren sehr kritisch bewertet haben und vor allem zu starken Zentralismus waren. Die Gesetzesänderung wird unser Pandemiemanagement leider nicht einfacher machen, sondern an einigen Stellen, ich habe den Kreis jetzt in Lomburg angesprochen, das könnte ja auch noch andere, vor allem die Umlandkreise Hamburgs, betreffen, wird sogar an einigen Stellen komplizierter werden für uns. Und ich will da jetzt nicht in jedes Detail reingehen, aber es wurde ja schon angesprochen. Es betrifft einmal den Einzelhandel, wo wir jetzt eine gute Lösung gefunden haben, die der Ministerpräsident verkündet hat. Aber auch beim Thema Schulen und Kitas werden wir uns noch massive Gedanken machen müssen, weil natürlich hat diese Vorgabe des Bundes, dass ab 165 die Schulen geschlossen werden, Auswirkungen auch auf unsere
Notbremse, die wir im Land haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute viel Zeit damit verbracht, nebenbei, ich habe versucht zu recherchieren, wo kommt denn die 165 her? Erst waren das ja eine 200. Und offenbar ist es einfach so, dass man den aktuellen bundesweiten Durchschnitt genommen hat bei Inzidenzwerten. Ich meine, wissenschaftsbasiert ist das, glaube ich, nicht. Ne? Also, meine Damen und Herren, ich glaube, das ist wirklich schwer zu vermitteln, weil wir werden für Schleswig-Holstein eine gute Regelung finden. Das Sporttreiben von Kindern und Jugendlichen draußen ist ein Punkt, den ich loben will an der Stelle. Auch der ist praktikabler geworden als in dem ersten Entwurf. Und beim Einzelhandel muss ich eben sagen, generell mit Blick auf verschiedene Studien und auch auf die, mit Blick auf die Expertenaussagen in Schleswig-Holstein, ich glaube, dass der Einzelhandel als Risiko überschätzt wurde lange Zeit, wenn wir uns das angucken. Deswegen bin ich froh, dass wir dort zu besseren Lösungen kommen. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum ab einer Inzidenz von 100 jetzt quasi auch die Baumärkte wieder geschlossen werden, im Gegensatz zu Gartencentern. Das leuchtet mir logisch nicht ein, was der Bund dort vorgenommen hat. Einen Punkt will ich ansprechen, weil er, glaube ich, wichtig wird für die nächsten Wochen. Wir haben jetzt bald hoffentlich besseres Wetter, das Frühjahr ist langsam angekommen und ich glaube, wir müssen noch stärker unterscheiden zwischen drinnen und draußen. Ich glaube, wir müssen draußen mehr ermöglichen, damit sich Leute auch weniger drinnen treffen. Das ist ein Punkt, Jörg Hansen freut sich schon, nicht nur beim Sport, sondern auch bei anderen Außenaktivitäten. Die Außengastronomie haben wir in Schleswig-Holstein schon auf, auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Ich will sagen, wir brauchen noch mehr Homeoffice, wo es möglich ist. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Potenzial, um die Inzidenzzahlen noch drücken zu können in den nächsten Wochen. Ja, auch bei Behörden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dann zum Beispiel höre von Mitarbeitern aus Bundesministerien, dass dort bis vor kurzem quasi keine Tests angeboten wurden, dann frage ich mich schon, wie kann die Bundesregierung Unternehmen drohen mit einer Testpflicht und selber solche Dinge nicht anbieten? Also auch Behörden müssen Vorreiter sein an der Stelle. Meine Damen und Herren, wir haben viele Insolvenzen mittlerweile zu beobachten. Die dritte Welle ist schon ein Stück weit eine heftige Insolvenzwelle geworden. Und es gibt auch viele Geschäftsaufgaben. Also viele Unternehmen, viele kleine sterben auch leise. Und wir brauchen weniger Prüfungen bei den Wirtschaftshilfen. Natürlich müssen wir Betrug unterbinden, aber wir müssen auch schnell sein, weil auch das ein Wert an sich ist bei den Wirtschaftshilfen. Ich könnte viel zur Bundesregierung sagen, was die alles versemmelt haben. Ich bin skeptisch, ob die Ausgangssperren die Akzeptanz heben werden. Ich möchte aber noch sagen, ein Punkt hat mich wirklich verwundert. Ich bin ja ein überzeugter Europäer und auch bei Grenzschließungen sehr vorsichtig. Aber dass man jetzt die Maßnahmen mit Blick auf die tschechische Grenze zurückgefahren hat, ist angesichts der hohen Werte in Tschechien für mich nicht ganz nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Ausgangssperren auf der einen Seite und dort dann locker lassen, das geht in meinem Kopf nicht logisch zusammen, meine Damen und Herren. Und zum Bundesrat möchte ich sagen, aus unserer Sicht wäre das Gesetz eher zustimmungspflichtig. Darüber kann man lange streiten. Es wird wohl als Einspruchsgesetz nur behandelt werden. Wir würden als FDP gerne den Vermittlungsausschuss anrufen, um genau die Punkte, die wir hier heute auch beschließen werden, einzubringen. Das sehen unsere Koalitionspartner anders. Aber wir werden auch das, was Sie heute hier als Landtag beschließen, als Entschließungsantrag einbringen und, wenn das keine Mehrheit findet, als Protokollerklärung. Und Herr Dr. Stegner, Sie haben jetzt mit Blick auf die Bundesregierung viele Dinge angesprochen, wie man sehen kann, wie man will. Sie haben vor allem den Unionsteil der Bundesregierung angesprochen. Der Kollege Koch hat ja auch sich mit Christian Lindner beschäftigt. Ich will zur CDU heute mal aus Rücksichtnahme nichts sagen. Ich möchte aber sagen, was sich einige Sozialdemokraten geleistet haben in den letzten Tagen, hat mich wirklich erstaunt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Olaf Scholz als eigentlich ja, nennen wir es mal seriöser, Bundesfinanzminister und Vizekanzler ernsthaft im deutschen Fernsehen sagt, wenn die Ausgangssperre nicht so beschlossen wird, wie die Bundesregierung sie vorgelegt hat, dann sei das ein Verbrechen. Dann muss ich sagen, ist das ein Verbalradikalismus, der Situation unangemessen ist, Herr Dr. Stegner. Und auch gerade in dieser Phase, das Warnen vor wissenschaftlichen Debatten, finde ich schon bemerkenswert. Wir brauchen eigentlich mehr Sicht auf die wissenschaftliche Lage und wenig weniger. Meine Damen, abschließend möchte ich sagen, wir haben die Modellregion in Schleswig-Holstein bei der Kultur, beim Sport, beim Tourismus. Ich finde das richtig. Selbst Frau Professor Brinkmann hat gesagt, in Schleswig-Holstein, wo die Zahlen so niedrig sind, in den Kreisen sollte man das machen, als sozusagen wichtige Vertreterin auch der No-Covid-Strategie. Dort macht es Sinn, das auszuprobieren. Die wissenschaftliche Begleitung ist wichtig. Und ich finde, wir haben ein Stück weit auch eine Verantwortung mit den niedrigen Zahlen für den Rest der Republik. Denn wir brauchen mehr Licht am Ende des Tunnels. Da werden wir auch mit mehr Impfungen zeitnah hinkommen. Und deswegen abschließend möchte ich sagen, lassen Sie uns Stück für Stück aus der Krise herauskämpfen, Perspektiven aufzeigen
und auch die Zeit danach vorbereiten. Herr Dr. Stegner hat auch gesagt, das Gesundheitssystem ist reformbedürftig. Ob nun immer mehr Staat die richtige Lösung ist, da bin ich nach dieser Krise skeptischer denn je, muss ich sagen. Aber meine Bitte ist, lassen Sie uns gemeinsam die Verantwortung weiter wahrnehmen und die Gesellschaft beisammenhalten und auch ein Stück weit wieder zusammenführen. Das ist aus meiner Sicht unsere wichtigste Aufgabe und daran haben wir noch viel zu arbeiten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus